Welt seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt, in meinem Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Liedchen, an einem fantastischen Tag. Ich habe den Lego-Katalog fürs erste Halbjahr 2022 in meinen Händen. Ganz genau so ist es. Den schauen wir uns doch mal gemütlich an. Und ich hoffe, dass ihr ein schönes Weihnachtsfest gehabt haben werdet. Das ist doch der große Plan. Es ist jetzt kurz davor sozusagen. Deswegen wünsche ich es euch. Und jetzt, wenn ihr es schaut, werdet ihr es gehabt haben. Es ist doch ein Fest, oder? Richtig, so ist es. Es war ein Fest. Aber wir gucken einfach mal, was so passiert. Hier sind ein paar Abenteuer drin. Steff hat mich darauf hingewiesen, ein, zwei Sachen möchte sie haben für Vorstellungen in ihrem Kanal. Da zeigt sie eher die Sachen, auf die ich echt keine Lust habe, die sie aber lustig findet. Ist doch schön. Werden die nicht ganz vergessen. Ihr schreibt mir hin und wieder mal, hier, zeigt doch auch mal und so Mario-Sets oder so. Deswegen gucken wir da auch mal rein. Und wir schauen mal. Ich habe Brudi dabei. Brudi erklärt mir, was wichtig ist. Und ich habe auch den Katalog vom Vorjahr da. Da es ja einige satte Preiserhöhungen gegeben hat. Und es sind viele Sets. Ich habe nicht alle davon im Kopf, nur die Highlights. Deswegen, bevor ich Unsinn erzähle und sage, oh, das ist aber teuer geworden, gucke ich dann vielleicht lieber nochmal nach, ob es auch wirklich teuer geworden ist oder einfach schon immer teuer war. Und wir gucken mal. Bitte vorab, wie immer. Ich weiß nicht, ob die PDF jetzt schon zum Mitlesen dann online sein wird, wenn ich das Video online stelle. Diesmal ist der Katalog ja wunderbarerweise ein bisschen früher an die Händler gegangen als in den letzten Jahren. Da kamen die Kataloge immer mit Verspätungen zu den Händlern. Ab 1.1. gab es den Katalog, am 8. oder so habe ich ihn erst bekommen. Jetzt tatsächlich, kurz vor Weihnachten, kamen die Kataloge an. Das ist sehr schön. Und ich weiß nicht, ob er zum Mitlesen schon da sein wird. Ich werde immer mal die Seiten in die Kamera halten, ihr kennt das. Und ganz wichtig, einige sind ja neu hinzugezogen in diesem Jahr zu dem Kanal. Schön, dass ihr da seid. Willkommen. Das hier ist der Händlerkatalog. Das hier ist der Katalog. Wir haben auch, warte mal, war das doch der? Mit dem, genau, wir haben hier auch die drei Seiten für Fachhändler drin. Das ist der Fachhändlerkatalog. Also ein Laden, so wie ich einen habe, ein kleiner, auf Spielwaren spezialisierter, lokaler Einzelhandel. Der bekommt die Sets, die hier drin sind. Und keine anderen. Das ist der ganz wichtige Punkt, wenn man sagt, ja, aber es gibt doch hier total super und so weiter. Nein, gibt es nicht. Das hier ist das, was die Händler bekommen für den breiten Markt. Es gibt dann immer noch die Profi-Exklusiv-Premium-Partner von Lego, obwohl jetzt auch Müller dazu gekommen ist, die können es ein bisschen. Die bekommen nochmal andere Sets und dann gibt es dann nochmal, weiß nicht, der Disney Store hat ein paar Disney-Lizenzprodukte da und der Lego Store hat natürlich Produkte. Es ist immer so ein bisschen gemischt im Markt. Es ist undurchsichtig und ziemlich dämlich, aber das ist Status Quo. Das sind die Sachen hier drin, die im Handel normal laufen. Die sind immer stark reduziert, die Sets hier drin eigentlich, das ist kein Problem. Ihr könnt immer auf ein Online-Schnäppchen warten, 30-40% sind gar kein Problem. Aktuelle Markt 50% auch spielen zu erreichen häufig. Jetzt ist die andere Sache, in einem normalen Einzelhandel, der mit Vernunft geführt wird, liegen die Rabatte so bei 20%, wenn was mies ist und weg muss, auch mal 30%. Aber das gilt nur für diese Produkte hier. Und wenn ich dann sage, das ist alles Schrott, stimmt das? In meiner leichten Feenstaub übertreibenden Art. Und dann habt ihr natürlich andere Sachen, die ich gut finde, die ja im Markt sind zum Beispiel. Das wunderbare Bettmobil zum Beispiel. Das ist ein super Ding. Das Bettmobil ist ein schönes Set. Kann man jetzt drüber reden, ob man ein paar Euro runter haben wollte oder so, aber es, also, wenn man auf, also das Niveau, auf dem dieses Set ist und dann sagt man der Preis, ja gut, okay. Weißt du, das sind so Sachen, wo man sagt, komm, ist aber echt geiles Ding. So, und da hat man das und dann ist es okay. So ein Set bekommen natürlich Fachhändler nicht. Und deswegen hilft es mir nicht. Und den anderen Händlern auch nicht. Oder eine 21309 Saturn-Rakete, Weltklasse-Set, bekommt ein Händler natürlich nicht. Deswegen sprechen wir nur über diese. Das sind meine Katalogbesprechungen, weil ich Fachhändler bin, nicht diese Sonderexklusivsets, sonst irgendwas. Über die spreche ich in diesen Videos nicht. Das nur nochmal zur Erklärung für alle, die neu dazugekommen sind. Für alle anderen entschuldigt die Wiederholung. Oh, also wir haben ein Cover-Design. Das ist, ich finde es ja mittlerweile schon lustig. Ich glaube, das ist wie so ein ugly Christmas-Sweater. Das ist schon witzig, wie hässlich die Dinger sind. Da ändert sich, glaube ich, auch nichts mehr dran. Aber es ist, glaube ich, schon ein Running Gag mittlerweile. Das ist Katalogdesign aus der Hölle. Ihr kennt das. So, und dann haben wir natürlich die Übersicht über die Themen, die hier drin sind. Und ihr seht natürlich hier an der Seite das, was Lego mittlerweile ist. Hauptsächlich lizenzgetrieben, das wissen wir. Es ist natürlich der Top-Partner Disney. Ich bin immer noch verblüfft, dass DC überhaupt bei Lego noch mitmacht. Weil die Sets sind Grütze und die, klar, werden die Marvel-Sets massiv bevorzugt. Ich meine, klar, Disney ist der größte Partner von Lego. Also ich verstehe das nicht. Aber wir haben natürlich hier Marvel drin, dann haben wir Classic, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Wir haben dann Disney, dann haben wir Friends und Dots, Creator. Dann die Minifigures, sind ja praktisch auch nur noch Lizenzen. Dann kommen Minions, Super Mario, dann kommt Kurt City, DC, Marvel, Jurassic World, dann kommt Ninjago. Dann kommen die Speed Champions, Harry Potter,
eine Seite Mindstorms, Minecraft, Star Wars, Technik sind ja auch nur noch Lizenzen und danach die Sets für Erwachsene. Also ich würde sagen, die Ausrichtung ist sehr, 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 sehr deutlich. Was aber prinzipiell ja, glaube ich, kein Problem ist mit den Highlights. Man bekommt manche Kunden nur mit Lizenzen. Das ist so. Und ich freue mich ja auch über manche Sachen, weil ich die Themen mag. Das ist gar keine Frage. Es ist halt nur schade, dass der Rest so extrem stiefmütterlich behandelt wird. Aber da kommen wir dann zu, von Set zu Set. Gucken wir uns mal ein bisschen durch, was hier los ist. Wir starten mal mit der klassischen Duplo-Variante. Ich meine, die Dinger können schwimmen. Also in irgendein Viech mit Gesicht, was schwimmen kann für die Badewanne für ein Kleinkind. Also ich denke, das läuft. Dass das ein Zehner kostet, ein schwimmender Panda, das ist eine ganz andere Frage. Das müssen die Eltern entscheiden. Aber wie gesagt, das Ding wird für einen Fünfer mal irgendwo rumgeistern. Beziehungsweise, das wird dann mal so eine Zugabe. Gibt es ja manchmal diese Bundles, wenn ihr das kauft, kriegt ihr das dazu. Und da wird sowas, denke ich mal, zügig reinfliegen. Aber wenn man das sich überlegt, haben wir das Set noch. Ich meine, das hier, ja. Also das ein Vieh mit einem so einem Ding. Ein Vieh mit einem Ding. Für einen Zehner. Oder vier Tiere mit Häuschen für einen Zehner. Das ergibt wenig Sinn. So, dann haben wir hier die Seite, der Bauernhof. Der Bauernhof für 70. Ich glaube, der ist von der Preiserhöhung betroffen. Der ist hochgegangen von 60 auf 70. Und dann haben wir da drumherum noch so ein paar Sachen. Traktor- und Tierpflege ist natürlich ein super Set. Generell Pferdestall- und Ponypflege läuft wie die 1. Das ist kein Problem. Wir haben die große Grundplatte für 15 Euro, weiterhin unverändert am Markt. Jetzt 10980. Wen interessiert die Nummer? Ist die 2304, wie immer eigentlich. Aber was soll's? Neue Nummer, neue Packung oder irgendwas, keine Ahnung. Dann haben wir hier drüben ein bisschen Polizei, ein bisschen Feuerwehr. Die ist alles neu im März. 90 Euro. Aber hier oben ein Feuerwehrauto mit Licht und Ton. Das finde ich großartig. Und dieses Push and Go, was ihr ja kennt, dass sie dann ein bisschen fahren. Ich meine, das ist eine Geschichte. Guckt euch aber mal die Polizeistation mit Hubschrauber an. Die Platte, auf der das Ding steht, ist 4 Noppen tief. Das Ding kostet 50 Euro. Also, oder? Ich meine, es ist ein Auto. Mit einer 4 Noppen tiefen Station für einen Fuffi. Oh, dann haben wir Parkhaus mit Autowaschanlage. Für 100. Das sind schon die Lizenzen. Die ist nicht neu, oder? 100, ne? 100, 100, 100 ist nicht teurer geworden. 100. Und dann hier drüben haben wir noch die Push-and-Go-Rennwagen dabei. Das Campingabenteuer ist eigentlich ein echt ganz nettes Set. Das dabei und die Müllabfuhr natürlich großartig. Ja, für einen Zwanni eine Müllabfuhr, das geht immer. Ab dafür, da sind wir dabei. Und ja, zum Spielen für die Stadt. Ja, Stadtthemen. Also, ich habe noch nie Probleme gehabt, einen Müllloster zu verkaufen. Genauso wenig wie eine Straßenkehrmaschine, kleiner Kran, irgend sowas. Noch nie ein Problem gehabt. Geht immer. Die ist teurer geworden. Die Baustelle ist jetzt bei 130 Euro. Die ist im Preis auf jeden Fall gestiegen. Hier drüben sind die Züge, da hat es seit Jahren ja nichts getan. Der kleine Radlader für einen 10er funktioniert. Bagger und Laster für 20 funktioniert immer. Bagger, Laster, Duplo hingestellt, dass Kinder das Ding sehen oder auch Erwachsene, die irgendwas mitnehmen müssen. Das Ding läuft. Garantiert, da gibt es keine Probleme. Und das doch für Fachhändler, was ich immer sage. 130 Euro die große Baustelle, verrückt. Die geht für 80 Euro online. Warum soll dein Händler sich da irgendwie dazwischen klemmen noch? Ein Fachhändler, wozu? Der Karton ist riesig. Das ist lästig als Händler, solche großen Kartons zu haben. Die sind nervig, brauchen unglaublich Platz, brauchen Regalhöhen, die schlecht sind, weil du in das Regal da nur hohe Sets reinkriegst. Was willst du denn daneben noch groß machen? Das ist Mist, sieht nach nichts aus. Die Dinger werden immer erstmal rausgezerrt. Die Sets gehen auch noch kaputt, wenn die durch die Gegend geschoben werden. Guckt euch doch mal beim Kaufhof an, wie die Sets bei denen aussehen, die großen. Gruselig. Das ist alles Grütze. Und da muss man so weit reduzieren, dass man gegenüber dem Onlinehandel absolut betrachtet nicht so weit weg ist, dass das einfach sinnlos ist. Man geht schön auf die 10 und 20 Euro Sets. Damit funktioniert es. Ja, das ist super. Wenn ein Kunde das haben will, kann man das dem immer noch einholen. Das ist kein Problem.
Radlader, Baggerlaster, alles fein. Hier geht man absolut nah an den Onlinehandel ran, 1-2 Euro Abstand, man steht super gut da, man hat ein tolles Set, alle sind glücklich. Dann funktioniert es auch. 130 Euro! Guckt euch die Baustelle an. Die habe ich doch von Hot Wheels die Garage gezeigt mit Dino, die ich gekauft habe. Habe ich das hier ins Video nicht gehabt? Bei Twitch haben wir uns das ja angeschaut. Und die hatten 100er gekostet. Das ist doch kein. Das kannst du doch keinem erklären. So, und haben wir ein Wohnhaus. Wohnhaus immer fein. Oh! 120 Euro der Erlebnispark. Ich will nicht die ganze Zeit nachgucken. Ich habe mich eben schon getäuscht. Muss ich mal gucken. Und hier drüben geht es dann mit den Lizenzen los. Müssen wir noch mal gucken. So, da haben wir das. Und drüben dann natürlich winkt Disney. Und da geht es dann los. Mit BC Marvel. Kurz reingeschaut. Wo ist der Erlebnispark? Hier ist das Wohnhaus. Wo ist der Erlebnispark? Da. 100 Euro, 20% Preiserhöhung. Da ist er. Richtig. Ist nicht cooler geworden. Also ist er jetzt 20% schlechter. Nicht kaufen. Was kurz. Die Preiserhöhungen sind übrigens nicht darauf zurückzuführen, dass irgendwie der Rohstoff teurer geworden ist oder aus der Produktion aus China der Weg hierher teurer geworden ist. Nein. Es ist komplett wahllos durchs Programm. Das sind Sets, die ganz, ganz neu im Markt sind, sind auf einmal teurer. Es sind Sets, die schon lange im Markt sind, die sind einfach teurer. Andere Sets nebendran, die eigentlich ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis haben, also wo man denkt, da könnte Lego mal ein bisschen, die sind im Preis gleich geblieben, dafür ist ein kleines Set deutlich teurer geworden. Es ist wahllos. Gibt jetzt die Überlegung, dass man sagt, man möchte die teureren umliegenden Märkte von Deutschland, dass man die angleichen möchte. Aber natürlich werden die teuren Märkte nicht günstig, sondern die günstigen Märkte werden teurer. Lego ist ja kein Krisengewinner und schiebt keine Milliardengewinne. Deswegen kann man am Preis nur ein bisschen drehen, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis war einfach zu gut. Es ist verständlich. So, hier drüben geht es dann weiter mit Elsas Eispalast, Olaf, Mickey, also Disney halt bis Anschlag. Disney im Endstadium, da ist es. Und ja. Wem das gefällt von der... Von der Grundstory her, der braucht mir nichts erklären. Der will es einfach haben, weil Elsa draufsteht. Hier drüben geht es weiter, Mickey. Und hier drüben Spider-Man, Amazing Friends. Das sind die 4-Plus-Geschichten. Mit etwas größeren Teilen und ohne Aufkleber. Das ist sehr nett. Das ist der große Vorteil dieser Serie. Und tatsächlich sind Prints ja recht teuer. Weswegen Lego sie ja sonst immer wegspart. Hier hauen sie dazu. Die Sets sind aber natürlich auch relativ teuer für das, was sie leisten. Haben halt große Sonderformteile und sind bedruckt. Und für eine kleine Zielgruppe in kleinen Mengen gebaut. Wird es halt sofort teuer. Hier haben wir die Klassik-Serie. Die Platten sind teurer geworden. Die sind von 8 auf 9 Euro hoch. Und die Steinebox ist teurer geworden. Die kostet jetzt 50 Euro vor, weil sie bei 45. Ich glaube, der Rest... Sieht noch so aus, wie es vorher war. Es sind unveränderte Boxen am Markt. Hier oben kommt noch so ein bisschen kreative Monster, kleine Geschichten für 10, 20 Euro. Es fehlt immer noch, ich sage es weiterhin, es ist seit Jahren halt das Gleiche, weil sie es halt jedes Jahr so machen. Es fehlt eine Steinebox. Eine Box nur mit Steinen. Normale Steine, normale Farben. Ich würde sogar mal eine Box nehmen mit normalen Steinen in merkwürdigen Farben. Aber eine Box mit Steinen, das wäre eine super Sache. Gibt es leider nicht. Aber... Wir haben halt so ein bisschen kunterbunt quer durchs Gemüsegebiet. Die alten Boxen sind die besten, also diese beiden. Das sind die Boxen, die es am längsten hier gibt. Und das sind die besten. Und drunter die 10692, die ist okay, aber die ist zu klein, dass sie gut ist als Steinebox. Oben drüber die 10696 ist eigentlich die beste, insbesondere nach der Preiserhöhung jetzt von der 10698. Und die 10696 gibt es regelmäßig als Aktion auf 20 Euro runter, auch im Fachhandel. Das ist immer so Bausteinaktion, die Lego da macht. Wäre es jetzt noch eine richtig gute Box, dann könnten wir ernsthaft was damit anfangen. Aber das ist keine schlechte Box. Und ihr bekommt diese Kiste mit den 8 Noppen drauf, die man auch stapeln kann. Dann braucht ihr nicht für 35 Euro die leere Box bei Lego kaufen, die man stapeln kann. So, hoho, was haben wir denn hier? Elsa natürlich nochmal die ganze Geschichte durch, nochmal 4+. Und hier drüben haben wir alles neu. Entdecke die magische Welt der Familie Madrigal. Okay, das ist natürlich wieder Disney, selbstverständlich. Das ist eigentlich Elfen. Das ist Lego-Elfen.
Nur halt nicht mehr Lego Elves. Dafür ist es jetzt teurer. Einmal durch. Und gucken wir. Ich denke, wie gesagt, wie das gleiche wie bei den Duplo-Sachen. Wer das mag und drauf steht und klein ist, der will es dann haben und dann wird gezerrt, bis man es kriegt. Und dann ist auch der Preis irrelevant, deswegen kosten die Dinger ja auch so viel. Hier drüben Rapunzels Turm, wenn mich nicht alles täuscht, 60 Euro. Den hat Steff gebaut bei Twitch. Und ich glaube, also der hat so wenig Teile. Das war atemberaubend. Wahnsinnig viele Aufkleber, keine Teile, 60 Euro für Rapunzels Turm. Ist echt eine Ansage. Ich überlege, ob ich mir den mal von ihr ausleihe, nur um ihn nochmal aufgebaut zu erleben. Weil er sieht hier winzig aus und ich glaube, er ist sogar noch kleiner, als ich denke. Hier drüben Bells Schloss hatten wir ja schon mal. Ist gar nicht so lange her. Das kostet 85 Euro. Das war damals 60. Jetzt kostet es 85 Euro. Und was soll's, da sind wir dabei. Und hier drüben wieder diese Märchen-Abenteuerbücher, die sind ja schon längere Zeit dabei. Nächster Angriff mit Jasmin. Ich glaube, ich habe aus der allerersten Jasmin-Reihe immer noch ein Set bei mir im Laden, weil es keiner kauft. Wir sind nicht der Zielmarkt dafür. Aber das ist ja auch der Punkt, muss man immer mit einberechnen, so gern ich mich drüber lustig mache. Natürlich sind alle Sets, die hier abgebildet sind, für den gesamten Weltmarkt gedacht. Und deswegen ist hier halt auch Grütze drin, die uns überhaupt nicht interessiert, die aber in einem anderen Markt super ist und die denken sich, was machen die mit der Grütze? Und das ist dann das, was für uns interessant ist. Genau. So, jetzt geht's los mit Friends. Und das Freundschaftsbaumhaus sieht fancy aus. Und das kostet 80 Euro. Das zeige ich euch mal. Und dann gucken wir uns nochmal Rapunzels Turm an für 60. Nur damit ihr mal ein Gegengewicht habt. Oder Bells Schloss für 85. Das schauen wir uns mal an. Hier drüben gibt es ein Hausboot für 75. Ich muss unbedingt das Fischerboot, das alte, bauen von Blue Bricks. Und vielleicht baue ich das mal dazu. Einfach nur mal, um zu gucken, was es kann. Die Blue Bricks Sachen sind nicht für Kinder zum Bespielen. Aber ich glaube, das hier kannst du auch keinem Kind zum Bespielen geben. Aber wir werden es uns anschauen. Das kann man immerhin aufklappen, das ist sehr spannend. Und hier oben ist ein Baumpflanzungsfahrzeug. Das gefällt mir. So, guck mal. Aber das Boot an sich, ich mag solche Boote, die gefallen mir. Und hier drüben jetzt dieses Freundschaftshaus. Und guckt euch das mal an, das finde ich ziemlich cool als Baumhaus. Das hat ziemlich viel. Das sieht auch gar nicht so wahnsinnig dünn aus. Es wird von der Rückseite komplett offen sein, was natürlich dem Bespielen sehr entgegenkommt. Aber ich hätte natürlich gern, dass man es dann zuklappen kann, wenn man möchte. Und das Aufklappen zum Bespielen sehe ich vollkommen ein. Das ist ein Kinderset, das ist kein Blue Bricks, kein Special, kein UCS, das ist zum Bespielen. Ich hätte aber gern, dass man es aufklappen kann, damit es cooler aussieht, wenn es geschlossen ist, aufgeklappt, wenn man spielen kann. Aber trotzdem, das hier für 80, das da für 60 und das für 85. Da steht halt alles in keinem Verhältnis. Aber ich bin gespannt. Das habe ich schon da. Und das werde ich Steff weiterreichen und sie wird es aufbauen. Bin gespannt. Hier geht es direkt weiter. Der Wohnkomplex, 150 Euro, das teuerste Lego Friends Set bisher. Da müssen wir mal gucken, es ist dreietagig. Ich habe mich ja sofort erstmal an Bike Shop und Café erinnert, gefühlt. Wisst ihr noch aus der 2014er Creator-Serie? Ich weiß nicht genau, was das wirklich kann. Das müssen wir uns angucken. 150 Euro ist halt das ist ein Modular-Building. 150 Euro, ja. Also nur, dass wir nicht abdriften gedanklich. Das ist ein Modular-Building. Preislich. Ich weiß, Lego hat die auch preislich angezogen. Die kosten jetzt mal 160 oder 180 Euro. Aber prinzipiell nimmt ein Pariser Restaurant. Gut, es ist alt, aber es war lange Markt. Können doch noch ein moderneres Häuschen nehmen. Die haben 2.500 Teile dann. Easy 2.500 Teile. Und wir sind gespannt, was dieser Wohnkomplex im Vergleich... Ich habe ja ein paar Modular Buildings hier stehen. Und dann gucken wir uns mal an, ob die mithalten können. Der Friends Wohnkomplex. Hier drüben haben wir einen Streetfood-Markt. Das ist kein Problem. Ferienhaus am Strand für 70 ist auch eine... Und Glamping am Strand. Glamorous Camping. Glamping. Brudi, was ist los? Glamping am Strand für einen 40er. Und zieht's euch rein. Ich glaube, das ist ein Set, was wir uns angucken müssen.
Ich glaube schon. Guck mal. Ich meine, jetzt mal aber erstmal hier Wohnkomplex. 150 Euro. Das Ding hat, ich finde, die Messlatte wird sehr, sehr hoch liegen dafür. Und dann hier drüben Glamping, oder? Geht ab. Die randalieren hier gerade bei mir im Haus. Ich glaube, das sind Nachbarskinder. Weihnachten steht vor der Tür und sie dürfen ihre Geschenke noch nicht haben. Ich glaube, das ist so. Ich hoffe, ihr hört es nicht so laut. Das ist normalerweise, das Richtmikro filtert alles ganz gut weg, aber ich höre es mit und klingt wie eine geschlachtete Sau. Gucken wir mal. Tierspielplatz, Schildkrötenrettungswagen, das passt alles. Tiertagesstätte, souverän. Rettungswagen, Tierklinik, Tieradoptionscafé. Tieradoptionscafé. Okay. Das ist halt, erinnert mich noch an das Dackelauto, was Lego hatte. So die Ecke ist das halt. Ja, viele Tierchen, viele kleine Tierchen. Über die Preise kann man diskutieren, aber kleine Tierchen. So, hier haben wir nochmal die Jahrmarktsache, selbstverständlich. Magische Jahrmarkt-Achterbahn für einen Hunderter. Keine Ahnung. Hunderter. Und mit den Achterbahnschienen, die Jahrmarktbuden, das passt. Riesenrad mit Rutsche. Boah, das ist halt. Ja, gut, aber für 60 kriegst du mehr als bei der Belle hinten, das ist klar. Ist ja kein Disney. Magischer Wohnwagen für einen Fuffi, das ist steil teuer. Das ist steil teuer für einen Fuffi, meine Herren. Ja, muss man mal gucken. Ich erinnere mich noch an Mias Zaubershow. Diese ersten Sets, die es da gab von Friends, seit es die 41.000er-Reihe ist. Und da bin ich ein bisschen zu nah dran. Fokussiert ihr da drauf? Ich glaube schon. Also der magische Wohnwagen hier für ein 50er, das ist schon eine Ansage. Ihr müsst euch auch immer überlegen, dass der Hintergrund weg ist. Wenn das dann hier bei euch steht, dann steht da einfach der Wohnwagen für ein 50er. Einfach so, ohne alles. Der steht dann da auf was auch immer Unterlage ihr habt und sieht auf einmal echt schäbig aus. So, zum Thema, wie es ausschaut, und jetzt mal nicht so schäbig tatsächlich, weil es Masse hat, haben wir hier das Heart Lake City Hotel für ein 100er und hier drüben das Heart Lake City Kaufhaus für ein 100er. Und ihr erinnert ihr euch noch an das große Hotel, was es gab, das Grand Hotel 41101, selbstverständlich. Und das hier, die 41058, habe ich euch auch gezeigt. Das sind jeweils die Vorgänger, das sind die Nachfolger. Ich finde tatsächlich, dass das Kaufhaus besser geworden ist, das Hotel ist schwächer. Hat aber Herbst- und Winterzubehör dabei. Das finde ich wiederum ganz nett. Aber das Kaufhaus, muss ich sagen, das hatte damals auch eine UVP von 100 Euro. Es fehlt diese komische Bühne davor, die vermisse ich aber gar nicht. Ich finde aber eigentlich, dass das jetzt stimmiger aussieht als das alte, trotz mehr Fliedereinsatz. Was meint ihr? Ich find's im Tacken besser. Bei gleichem Preis. Und das über viele Jahre hinweg. Also das könnte nächstes Jahr vielleicht dann auch auf 120 erhöht werden, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ein bisschen zu gut. Da ist echt was da. Und das vergleichen wir mal mit Bells Schloss für 85. Gar nicht so jung, der dicke Hase. Das kann man sich mal angucken. Mit Rolltreppe. Mal reinschauen. Das Bio-Café, da bin ich glücklich, dass ich das habe. Trainingskoppel und Pferdeanhänger sowieso. Das läuft schon. Das ist bei mir auch gut gelaufen. Das Cabin Bleu, mobiler Katzensalon, ja, okay. Olivias Elektroauto ist natürlich einfach nur doof. Aber was soll's. Ist halt da, 15 Euro. Es muss ein Elektro. Ihr wisst ja, überall ist jetzt das Elektroauto bei Lego angestöpselt. Das ist halt gerade im Trend. Und nichts interessiert sechsjährige Kinder mehr. Ne? Richtig. Kleine Kaffeefront, aber die gab es schon immer, diese kleinen 30-Euro-Cafés. Oder wie auch immer sie hießen, Supermärkte und sonst was. Und weiter geht's mit Friends. Also Friends hört einfach nicht auf. Und ich finde das gut. Gleich mal dazu gesagt. Das ist ja auch so wie mit Friends Racing. War natürlich absolute Grütze. Ja, ist ja auch schnell wieder weg. Und Popstars war natürlich auch überhaupt nichts für mich. Aber Popstars hatte definitiv die Fans. Und ich bin ja auch dafür, dass Lego endlich mal für Mädchen gescheite Sets auf den Markt bringt. Wenn sie jetzt noch diese dusseligen Figuren abschaffen würden und gescheite Figuren hinsetzen würden, dass das ein bisschen passt und sie möglicherweise an zwei, drei Stellen die Farben neutraler halten würden, und da komme ich jetzt zu, weil hier ist ein ganz gutes Set, was das angeht, dabei. Dann könnte man auch das wieder mit City gescheit verbinden und es würde eine runde Sache ergeben. Und diese Experimentierfreudigkeit, die sie bei Friends haben, dürften sie gerne mal bei City unterbringen. Wäre ich sehr glücklich.
Aber City geht hart den Bach runter. Alter Schwede. So, gucken wir mal. Andreas Haus in einer sehr kalten Farbe, aber es ist gut. Das kleine Heart Lake City Kino für einen Fuffi, das ist echt winzig. Dann haben wir aber die Schule. Die ist auch nur so und klein und sehr teuer, aber hat gute Farben. Baum aus dem Wald, Reiter auf dem Wald, kennen wir ja alles. Wohnmobil, Segelblues, Wasserfall, bla 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 bla. Aber ich finde ja, wir haben ja auch schon, haben wir schon mal im letzten Katalog, glaube ich, drüber gesprochen. Hiermit komme ich echt zurecht. Also mit der Schule komme ich klar. Das ist okay. Und da drüben dann so ein bisschen Sachen im Wald. Sachen im Wald funktionieren eigentlich immer ganz gut. Ja. Aber ein bisschen mehr anstrengen könnten sie sich. Werdet Teil von Lego Life. Oder, was ich euch empfehlen kann, lasst es. Viel besseres Leben. Teile Bilder deiner genialen Momente, sieh dir fantastische Lego-Videos an, von den toten Social-Media-Kanälen von Lego, finde neue Freunde und lass dich inspirieren. Deswegen nimm dein Telefon in die Hand. Es ist ganz wichtig, verbringe so viel Zeit, wie du nur kannst, als Kind am Telefon. Das ist Legos großes Ziel. Dann findest du auch endlich Freunde. Jetzt mach raus mit dir, komm, ans Telefon. Also nicht raus, ans Telefon. Nase aus dem Buch, Telefon. Und hier drüben, The Future is Ours. Für 39,99 € gibt es hier ein Message Board. Die Message Board Idee finde ich gar nicht so schlecht. The Future is Ours. Dot your world. Hashtag. Hashtag. Gut. Dann gibt es hier ein Dots Ergänzungsset für 20 €. Das sind die Reste, die übrig bleiben, wenn ihr ein Set gebaut habt. Ja? Hier, wenn ich meine Sets baue, dann bleibt immer sowas übrig. Das kauft ihr da für 20 €. Also hier ist auch, habe ich gerade ein bisschen Marvel gebaut. Hier, bleibt immer so ein Zeug übrig. Das ist das, was ihr dort für 20 € kauft. Eure Entscheidung. Dann gibt es hier unten Buchstaben. Die sind bedruckt, das finde ich ziemlich gut. Leider ist es in so einem Gesamtpaket mit anderem Grützenzeug drin. Dann kostet 30 € mit einer sehr hässlichen Platte. Die bedruckten Buchstaben als einzelnes Set, das wäre eine richtig coole Sache. Da wären wir dabei. Und dann kann man hier nochmal ein Messageboard, das man sich selbst gestalten kann. Okay, es sind die billigsten Teile, die kleinsten Teile für einen sehr, sehr hohen Preis. Ihr kennt Dots. Resteverwertung von Lego. Also hier ist erstmal das ganz schlimme Live. Ganz, ganz schlimm. Also weg damit. Und dann hier drüben. Und guckt mal hier die bedruckten Buchstaben an. Da unten drin in der Kiste. Bedruckte. Guckt mal Buchstaben. Und ja. Kann man machen. 30 € ist halt steif. Aber ich hoffe, dass diese Buchstaben über Bricklink dann sehr günstig werden. Und hier gestalte ultimatives Designer-Set für 40 €. Wie gesagt, Reste. Ergänzungsset XXL. Reste. Und wo ist der Unterschied zum Ergänzungsset XXL hier? Ah, das ist XXL Botschaften. Und das ist einfach nur XXL. Dann gibt es das Cupcake Party Set für 25. Kreativer Sommerspaß. Und diese Bände. Bananenstiftehalter. Der ist fast noch das Witzigste für 20 €. Es ist Reste. Einfach Reste. Und die gibt es hier. Also das, ich glaube, ich habe mittlerweile so 4 oder 5 solcher Kisten voll. Nur mit den Resten aus den Sets, die ich gebaut habe. Ich glaube, die sind 1 Milliarde € wert, wenn ich mir das so überlege, was hier aufgerufen wird. Creator geht weiter. Als Riesenrad habe ich euch gezeigt mit dem Mechanismus auf der falschen Seite. Surferstrand raus, das kleine Safari-Baumhaus mit der lustigen Giraffe. Dann gibt es hier wieder ein Überschalljet, haben wir ja auch schon mal gehabt. Ist jetzt aber ein Sockel dabei, wie bei Kobi. Straßenflitzer und kleine Geländebuggy. Ja. Gucken wir doch mal rein. Das ist das, was wir da haben. Und 90 € fürs Riesenrad hatten wir auch schon. Also das ist identisch geblieben. Das böse tickt das Ding schon lange nicht bei der Hälfte. Was ist da los? Das Piratenschiff 20% teurer geworden. Der Campingurlaub für 80 ist eins der überteuertsten Sets überhaupt. Das Space Shuttle für 50 habe ich euch ja gezeigt. Das ist so groß. Das kannst du auch keinem geben. Und dann ein paar kleine Sets. Die kleinen Sets bei Creator sind immer vollkommen okay. Gibt es kein Problem. 120 € fürs Piratenschiff ist echt hart. Ich habe es euch ja detailliert in mehreren Videos gezeigt. Inklusive der anderen Modelle. Also das ist nein. 120 € nein. Einfach nein. Also wir hätten eigentlich den Campingurlaub gleich mit auch auf 100 € hochmachen sollen. Ich finde es wäre gerechtfertigt. Tschüss. Alles schmeckt besser aus der Heldentasse. Die gibt es ja auch online übrigens. Dann hier Tierchen. Wilder Löwe, super.
Dinosaurier immer noch dabei. 31058. Habt ihr eine Ahnung, wie alt dieses Set schon ist? Bewohner der Tiefsee, Superset. Glücklicherweise im Preis gleich geblieben. Und jetzt haben wir hier drüben weitere Tiere. Den kleinen Delfin. Und der majestätische Tiger. Den finde ich gut. Ich glaube, den müssen wir mal bauen, oder? Dicke Katze. Ja, und hier drüben, das kennen wir ja alle schon. Ja. Minions interessiert mich nicht wirklich. Obwohl ich mal das Ding zum Aufbauen mit Versteck, das habe ich da. Vielleicht bauen wir es mal auf. Komm, was soll's. Und hier drüben wieder 12 zum Sammeln. Die Schote finde ich gut. Es sind Kleinigkeiten dabei, die nett sind. Ja. Gucken wir mal. Ja. Da Minions. Mario. Habe ich schon genug zu gesagt. Wie gesagt, Stefan hat auch gerade ein Video dazu gemacht. Gut, sie macht ja nicht viele Baustellen. Das ist ja nur meine Ausnahme gewesen. Aber ich baue das alles nicht mehr. Ich habe jetzt, da waren jetzt 3 aufgebaute Sets, das Starter-Set plus noch 2 Erweiterungen. Das waren irgendwie 100 irgendwas Euro, die da auf dem Tisch standen. Unglaublich. 60 Euro für ein Starter-Set. Es gibt einfach keine Argumentation dahinter. Ich meine, kauft euch einfach eine Switch. Ende. Ja, also, was soll das? Kauft eine Switch, spielt Mario. Man muss nicht alles in Bausteine pressen. Muss einfach nicht sein. Und Bildschirmzeit wird ja nicht verringert, weil wir sind ja in Lego Live. Das ist einfach nur Unsinn. Es ergibt keinen Sinn. Mario ist ein cooles Spiel. Kann man echt spielen. Und ob ihr hier 3 Sets kauft oder ob ihr euch eine Switch kauft, das ist doch egal. Oder ihr habt vielleicht noch eine alte Wii U rumliegen oder irgend sowas und die kriegst du für ein Fuffi online gebraucht. Und dann zockst du da, wenn du Bock hast. Aber das hier ist echt einfach nur mit diesem Lass den springen und es ist... Uiuiuiui. Das Moppelschiff finde ich ganz lustig als Schiff. Für einen Hunderter ist natürlich... Wir reden gar nicht drüber. Aber das ist natürlich ganz, ganz hart. Und überall steht dabei, dass der Mario nicht enthalten ist, weil... Ihr müsst ja immer noch die 60 Euro dazu rechnen. Guck mal, das Schiff für 100er, 60, der Mario dazu, 160 Euro, da habt ihr eine Konsole mitspielt. Direkt. Also das ist nicht, nein. Einfach nein. Einfach nein. So, dann sind wir bei City. Da habe ich Sachen geordert. Das Krankenhaus auf jeden Fall. Stadtzentrum habe ich euch gezeigt, moderne Familienhaus, die Ampelkreuzung, die schreckliche, habe ich euch gezeigt. Die Schule mit Schulbus für 60 Euro fand ich auch sehr spannend und das 100 Euro Krankenhaus. Lego geht weiter den Weg, diesen schrecklichen mit diesen furchtbaren Straßenplatten, die euch weniger Kreativität lassen. Ihr habt einen Höhenunterschied, der nicht zu überbrücken ist technisch, mit den Teilen, die beigelegt sind. Und ihr könnt natürlich alles dann aufbocken. Die Ideen, die Lego-Fans dann als Verteidigung bringen, sind einfach witzig. Das ist Comedy. Ihr habt keinen Platz mehr. Ihr könnt nichts mehr auf dem Bürgersteig bauen, weil es gibt keinen Bürgersteig mehr. Außer ihr baut ihn dann selbst aus euren eigenen Teilen. Ihr könnt aber an den normalen Straßenplatten, hattet ihr Noppen, um kreativ was zu gestalten. Das ist alles weg. Ja, dafür sind die Platten aber kleiner. Und es gibt keine Kurven mehr. Und teurer. Ach so, genau was für euch. Ich sehe es, oder? Her damit. Damit könnt ihr richtig bauen. Das glaube ich, wird als... Ich weiß nicht, ob das als Killer der City-Serie in die Geschichte eingeht. Oder ob es einfach nur nach ein paar Jahren unter Gelächter gedreht wird und man macht wieder was anderes. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist auf jeden Fall eine grunddumme Idee. Grunddumm. Und die Rampen könnt ihr auch zur Hälfte wegschmeißen. Also, weil sobald ihr mehr als ein Set habt, braucht ihr die Rampen ja nicht mehr. Ergibt keinen Sinn. Aber dafür wird auch die Polizei jetzt auf Rampen, also alles wird auf diese Rampen gestellt. Es ist nicht klug. Es ist nicht klug. Die mobile Polizei-Einsatzzentrale für 40 Euro kommt jetzt im Januar neu. Und damit, ich habe es euch ja in meinem EOL-Video angekündigt, geht eins der schönsten Sets von City vom Markt, nämlich der Polizeiüberwachungstruck. Und das ist jetzt der Nachfolger. Was sollen wir tun? Aber hier drüben noch der Banküberfall mit Verfolgungsjagd für 100 Euro. Ihr müsst immer diese Preise euch auch immer noch mal vor Augen führen. Die Polizeistunde hier unten für 60 ist der wesentlich bessere Deal als für 100 das. Und natürlich haben die Figuren jetzt einen Namen. Sonst könntet ihr damit ja nicht spielen. Vollkommen klar. Ich meine 100 Euro der Banküberfall.
Polizeiauto da oben ist natürlich fein. Hier der Einsatzzentrale und unten dann nochmal die Polizeistation. Die könnte mir am besten gefallen, glaube ich. Müssen wir mal gucken. Nur halt diese wirklich selten dämlichen Platten, die jetzt auch bei der Feuerwehr dabei sind. Bei allen City-Sets. Alles wird auf diese Rampen gestellt jetzt. Hier drüben, das hatten wir, das kennen wir alles. Und jetzt hier unten neu ist der Feuerwehreinsatz mit Löschtruppe. Auch für einen Hunderter. Ich habe euch den alten, den Vorgänger davon gezeigt. Das ist jetzt das neue Set. Das Haus ist gefühlt nur ein bisschen kleiner geworden. Aber gut, das ist normal. Und wir haben jetzt keine Wasser, diese Pumpe, die wir hatten. Sondern jetzt sind das Shooter, alle tot. Und die schießen auf das Feuer. Ist okay, die sind auch diese, die normalen Shooter sind das, die kennt ihr ja. Aus allen möglichen Sets. Und hier unten. Ja. Was soll's? Eiswagen ist super, klare Sache. Fernwohnmobil finde ich super, klare Sache. Traktor finde ich super, klare Sache. Die Geschichten laufen wie die Eins. Der kleine Betonmischer, der ist natürlich prima. Er ist sehr simpel gemacht, aber der ist für 4 Plus. Und hier oben Hubschrauber mit Transporter. Es braucht mal wieder einen Hubschrauber bei City, wir haben so wenige. Und hier unten ist ein kleiner Geländekran noch, der leider auch wieder so eine bescheuerte Platte in der Hand hält. Aber was soll man tun? Genau. Einmal durch. Und ihr habt die Übersicht, was es da gibt. Also wie gesagt, Highlight ganz klar hier oben die beiden. Die rocken ziemlich. Ja. Also die kann man immer mal mitnehmen. Davor gab es ja den Pizzawagen 60150. Und hier der Eiswagen, der ist auch weglasse. Das ist alles in Ordnung. Jetzt gibt es hier diese Stunt-Viecher. Moment, das hier ist diese Fachhändlergeschichte, zeige ich euch gleich. Das ist diese Stunt-Geschichte. Ihr könnt für 8 Euro ein Einzelmotorrad kaufen. Trick vom Profi, macht's nicht. Ihr kriegt die Motorräder doch einzeln bei Bricklink einfach so. Gibt keine 8 Euro für ein Motorrad. Hä? Für 8 Euro, halt. 5 war das? Captain America. Captain America. Disney. Mit Schild bedruckt. Auf dem Motorrad mit Beiwagen. Warum kostet ein City-Motorrad mit irgendeiner Figur 8 Euro? Die Figur ist 50 Cent wert. Das Motorrad 2 Euro. Da ist nichts dabei sonst. Ich weiß nicht, was das soll. Ich meine, keine Ahnung. Dieses Schwungrad-Aufziehmechanismus, wisst ihr, was diese Pullback-Motoren aus den großen Technikdingern kosten? Richtig, nichts. Besorgt euch die einzelnen, die Dinger. Die kosten keine 8 Euro. Das ist der kleinste, mieseste Nein einfach. Einfach Nein. Und gut, wenn man Stunts mit Z schreibt, dann ist es krass. Die kannst du dir mit QR-Code angucken. Also, wichtig wieder, Fokus, Telefon in die Hand. Und das Stunts-Schwungrad, da hatte man auch keinen R oben dran. Also anscheinend konnten sie es nicht sichern, weil es ja die beste Idee ever. Und dann habt ihr das. Ja. Also die Idee, Kindern in dem Alter kleine Autoschen zu geben, die irgendwie Hot Wheels-artig sind und man kann damit rumfahren, die ist natürlich gut. 8 Euro für ein Motorrad ist abenteuerlich. Komplett abenteuerlich. Die Idee an 99 Euro für die Stuntshow, brauchen wir nicht drüber schwätzen, obwohl die Autoschen natürlich die coolen Reifen haben. Ja, die mag ich sehr. Das Stuntpack für 30, fast so geil wie das Technikset für 50 Euro mit dem Aufziehen. Oh Gott. Nein, also es ist einfach viel zu wenig drin. Aber die Idee ist gut. Die Idee prinzipiell, da bin ich auf jeden Fall dabei. Kleine Autoschen so flitzen lassen, Monster Truck-artig. Kannst du nichts falsch machen, das ist völlig fein. So, jetzt sind wir hier, warte mal. Ja, oder machen wir das dann? Das sind die coolen Sachen, die machen wir am Schluss. Obwohl, da ist auch City dabei. Dann springen wir aber hart im Thema, gell? Das machen wir am Ende, weil da sind alle Themen nochmal drin. City. Einfach nochmal die Weltraumnummer geht weiter. Und ist ja kein Fehler, ne? Weltraumsets mit so einer Basis. Kann man vielleicht ein bisschen so eine Hoff-Station draus bauen, wer weiß. Da sind die großen, das sind die großen Kotflügel, die Technik-Kotflügel da als Tür. Die kennt ihr ja. Immerhin keine blauen Pins benutzt. Obwohl die blauen hätten fast gut ausgesehen an der Station mit dem blauen Dach. Aber gut. Ja, auch wieder für ein Hunderter. Man müsste mal irgendwie, ich habe es jetzt nicht gemacht, man müsste mal mitsehen, wie viel 100-Euro-Sets es bei Lego gibt. Ich glaube, es sind wie 40 oder sowas. Klangt wahrscheinlich nicht. Angelehnt an die Mondstation Gateway aus dem Artemis-Programm der NASA. Nö. Dann geht's weiter. Züge!
Es ist immer noch die gleiche Größe. Da hat sich gar nichts getan. Das Passagierflugzeug, auch für ein Hunderter, wird hier unten in die Ecke gepatscht. Dann haben wir noch den Tierrettungseinsatz, den haben wir uns hier angeschaut. Tierrettungsgeländewagen und hier unten noch die Meeresforschungsbasis. Weiter geht's. Genau. Züge ist halt eine traurige Armut. Das wissen wir ja. Wir haben immerhin die Krokodil. Die hat hier ihre Momente und vielleicht kommt ja mal wieder irgendwas Cooles. Wahrscheinlich aber eher, also auch nicht hier, sondern in den Exklusivgeschichten. Vielleicht kommt ja wieder so ein Emerald Knight oder sowas oder eine Santa Fe oder irgendwas Cooles. Dann haben wir hier nochmal das kleine Batmobil. Also deswegen DC, also anstelle von DC würde ich das lassen, weil die Sets rocken im Vergleich halt gar nicht. Und das ist halt schon sehr schade, weil die großen Sets, die wir natürlich nicht kriegen hier, die sind ja gut. Und dann fragt man sich halt echt, wozu die das tun. Es wäre cool, wenn die einen anderen Kooperationspartner hätten. Aber sie brauchen halt die Minifigur. Ich nehme an, das ist der einzige Grund, warum DC noch da bleibt. Weil sie Angst haben, dass wenn sie zu Sets ohne Minifiguren gehen oder dann irgendwelche Megablock, Xingbao, Kobi-Minifiguren haben, dass es dann für die Kinder nicht funktioniert. Aber ich meine, Friends-Figuren gehen ja angeblich auch. Es ist ein bisschen mittel. Aber hier natürlich im Katalog hast du dann direkt hier das Schiff der Wächter zum Beispiel 150, was halt dann irgendwie ein bisschen mehr kann. Und natürlich die ganzen Figuren hier drin. Gut, die haben halt, sie spielen alle Filme nach. Sie fangen wieder von vorne an übrigens, gell? Hier haben wir wieder das Malibu-Haus. Oder ist das vom Avengers-Turm oben was? Da ist kein Fels, diesmal. Das ist eine Frage, was das soll. Black Panther, Iron Man-Figur. Alles mögliche da. 40 Euro, okay. Also hier unten ist Motorrad, Captain America, Hydra für ein 10er 4 Plus. Ich sag's nur mal. Aber er hat das wertvolle Schwungrad nicht drin. Das ist ja schon mit 4, 5 Euro eingepreist, nehme ich an. Ja. Also da oben für ein 20er? Hier? Finde ich gar nicht schlecht. Die Libelle mit Figuren, 20 Euro. Schiff der Wächter müssen wir uns mal angucken. Ein Aufstieg des Domo. Die Käseecke. Dann hier noch ein paar Roboterviecher. Und hier drüben noch alles neu im Januar. Wolverine, Iron Man, Black Panther, alle da. Und hier diese Eternals, diese neue Geschichte. Und nur mal für euch, das ist die Käseecke. Für einen Hunderter. Schon recht steil. Aber es sind zwei Figuren drin, die exklusiv für das Set sind. Also muss man ran. Doctor Strange, Zeugfilm und hier drüben noch Tony Starks, was ist das? Zakarianischer Iron Man, okay. Dinge. Weiter geht's. Die nächsten Seiten. Ab Mai erhältlich. Und wir sind noch nicht fertig mit Marvel. Gell? Also Marvel läuft und läuft und läuft. DC hat diese eine Doppelseite, die auch wirklich nicht gut ist. Hier drüben Spider-Mans Versteck. Ist halt super angelehnt an Iron Mans Werkstatt und das Arsenal, was man dazu kaufen konnte. Zwei sehr gute Sets, habe ich euch gesagt, sind vom Markt gegangen jetzt. Ja. Laufen natürlich wegen der Figuren gut und wegen der guten Bespielbarkeit der Anlage. Und dann funktioniert das für viele auch mit dem Preis. Man sagt. Und es ist ja sowieso alles natürlich im Handel reduziert, aber man muss ja die Vergleichbarkeit nehmen und da ist natürlich die UVP die einzige Messgröße. Höchen, jetzt kommt. Warte mal, habe ich das überblättert? Nein. Hier ein bisschen Jurassic World. Ein Skelett. Dann ein Bootchen für einen 80er. Und dann noch eine Verfolgung für 50. Und hier drüben geht es dann los mit einem Jago mit witzigen Kreiseln wieder. Da, genau. Guck ich mal, was ich noch. Ich muss ja selbst vorbei auf den Bildschirm gucken. Richtig, lustige Kreise. Dann hier alles neu im Januar, wieder Spielsets, Lloyds Rennwagen. Wir hatten das alles schon. Heißfeuerdrache natürlich von Xenia, den kleinen Teil hier für 10 Euro, lustige Figürchen. Ein Donnerdrache.
keine Überraschungen in irgendeiner Form. Man bekommt die Figuren. Guckt euch an, ob die Figuren die sind von der Rüstung her und von der Frisur und vom Helmchen, die ihr haben wollt. Dass ihr denkt, hey, hier hat der Zane den Kopf, den ich schon immer haben wollte. Das ist das Einzige, worum es geht. Es sind Schlangen dabei, Kobras, die sind immer beliebt. Und dann läuft es. Hier drüben der Ninja Dojo Tempel für einen Hunderter ist natürlich stark angelehnt an Battle of Ninjago City von 2014, 15, 70, 7, 2, 8. Das alte Ding. Das Ninja Trainingszentrum ist recht steil preislich. Hier drüben ist noch ein großer Roboter für 85. Verwandte vier Modelle in einen großen, okay. Ah, da haben wir hier unten einen Donnerbohrer quasi von Lloyd, von Cole. Lloyd. Und Lloyds legendärer Drache ist auch dabei. Aber das Häuschen finde ich ganz gut. 100 Euro, kann man jetzt mal drüber nachdenken, ob das wirklich der Preis ist, der sein muss. Das finde ich ein bisschen hart. Der nächste große Roboter von Zane, dann die kleinen, das Auto, das Supercar. Das war so teuer damals, das hatten wir schon mal. Das war so teuer, als es vom Markt gegangen ist. Jetzt haben wir es einfach 1:1 wieder da. Der Ultraschall Raider ist jetzt auch teurer geworden. Der kostet jetzt 90 Euro. Ein Feuerdrache nochmal, Lloyds Dschungelräuber, Ninja Flugsegler, ein kleiner. Ja, 4 plus. Also es ist so, Turnier der Elemente hatten wir auch schon sehr ähnlich. Ich weiß nicht, gibt es da keine neue Staffel gerade oder so? Mit News, die man irgendwie unterbringen müsste? Wie jetzt letztes Mal das mit dem Totenkopfmagier und dann die Unterwasserwelt und all so Sachen. Da ist jetzt irgendwie, hier ist jetzt die Unterwasserwelt, das ist ja das, was wir kennen. Ja, habe ich euch im Video auch vorgestellt. Farblich echt coole Sets, gut zu bespielen natürlich. Preislich. Das war doch auch bei 100, oder? Ihr macht mich ja fertig. 100 war der, jetzt kostet er 110. Der Segler war bei 140, ja. Also kostet jetzt ein 100er, 10er mehr. Und hier drüben ist dann hier noch diese Sachen mit Dorf der Wächter und so Geschichten, genau. Und hier drüben geht es weiter mit den Speed Champions und im März natürlich neue Sets. Du kommst nicht auf 400, 500 neue Sets pro Jahr, wenn du halt nicht jeden Monat raushaust. Ja, so ist es. Und da haben wir sie einmal durch. Ich finde, diese Insel da oben sieht eigentlich ganz cool aus. Ja. Harry Potter. Verteidigungsunterricht. Neu dazugekommen. Wahrsageunterricht. Und dann hier unten der Verwandlungsunterricht. Und ein Hogwarts Zauberkoffer für 60 Euro. 2, 4, 6, immerhin 6 Figuren dabei. Was macht der? Man kann ihn aufklappen. Ah, man tauscht die Figuren durch. Das könnt ihr bei jedem Set machen übrigens. Die Figuren tauschen, das ist kein Problem. Ist nicht geklebt, das geht. Okay, guckt es euch an. 60 Euro für den Koffer. Also da fand ich den Newt-Koffer irgendwie spannender. Der war, glaube ich, beim 50er. Dann Begegnung mit Fluffy haben wir uns angeschaut, Vielsafttrank angeschaut, den Besuch haben wir uns angeschaut, Kammer des Schreckens haben wir uns angeschaut. Krankenflügel für den 50er kenne ich noch nicht, der ist neu im März. Grünes Dach auch. Hier noch graues Dach, Uhrenturm. Oh, ist jetzt auch beim 100er, der ist auch im Preis gestiegen. Ligusta ist klar. Ja, also hier ist nur der Preis neu und der Krankenflügel. Der Rest ist altbekannt. Krankenflügel. Und dann alte Serie mit grauem Dach und neue Serie mit sinnlos grünem Dach. Und wo setzt man eigentlich den Krankenflügel dann drauf? Denn der hat kein Untergeschoss. Haben wir noch unten was übrig von den Sets? Ich habe sie ja noch alle. Muss ich mal gucken. Wo setzt man den denn drauf? Man braucht ja einen Keller. Kommt vielleicht demnächst dann ein Keller noch dazu. Und 100 Euro Astronomieturm. Den kennen wir eh schon in Mindstorms, ja. Genau. Dinge.
Minecraft. So, kommt hier was für mich. Crafting Box, 80 Euro. Bienenfarm, nett klein, 20 Euro. Die 20er sind echt sehr... Illegaler Überfall, 70? War der bei 70? Okay. Verlassene Mine, 22,99? Was ist denn das für ein doofer Preis? Wächterduell, 22,9? Pferdestall, 19,99? Was ist das für ein doofer Preis? Bienenfarm? Verlassene Mine, 19,99. Kostet jetzt 23,99. Weiß doch kein Mensch warum. Das Pilzhaus, nagelneu dazugekommen, kostet 20 wieder. Fuchs, 20. Fuchs sieht cool aus. Fuchs ist lustig. Fuchs gefällt mir. Hier oben Wächterduell mit den Pufffischen, die finde ich gut. Trainingsgelände ist ein bisschen preislich eskaliert, glaube ich. Kaninchenranch mit fettem Kaninchen drin. Ja. Alles Prinz, wisst ihr, und normale Teile. Deswegen hat Minecraft bei mir immer einen gewissen Stein im Brett. Haha, das funktioniert sowieso, aber 23 für die verlassene Mine, also das ist Willkür. Reine Willkür. Bienenfarm ist super natürlich und das passt schon. Also da ist viel Nettes dabei. Ich meine, der Fuchs, oder? Habt ihr den Fuchs gesehen, alle? Fuchs und Hase, die sagen es hier gute Nacht. Ja, sensationell. Fuchs, Hase. Weiter geht's, moderne Baumhaus, schlimm, lass das bloß weg. Himmelsturm, Pferdestall, zerstörte Portal, Schweinehaus, ich hatte Spaß. Das erste Abenteuer für 60 ist doch viel cooler als hier drüben, das Trainingsgelände für 60. Da fehlt doch die Hälfte im Vergleich. Und ein Korallenriff für einen Zehner, okay. Gucken, was ich euch zeige, dass das alles stimmt. Also Schweinehaus fand ich schon witzig, muss ich sagen. Star Wars, ja, ist die Slave One, kriege ich seit Monaten nicht. Razor Crest in klein, in neu, okay, der Marauder für einen 40er, das Kind für 80, immer noch nicht gebaut, reizt mich auch gar nicht, muss ich sagen. Hier drüben neu im Januar, Hoff ist wieder ein Thema, wir haben ein kleines Battlepack, sollten die Battlepacks nicht eigentlich abgeschafft werden, wurde gesagt. Da sind 3 Snowtrooper und 1 Scouttrooper drin, dummerweise halt jetzt für 20 Euro, im Gegensatz zu früher die 16. Und hier drüben haben wir einen AT-ST, der nächste Versuch von Lego, mit einem Chewbacca und einem Rebel Trooper auch noch dabei. Und dann gibt es natürlich einen kleinen Millennium Falcon mit Han Solo, weil der 12. Genau. Aber da sind wir. Und die hier möchte ich euch ja zeigen, endlich die Slave One, zusammen mit dem TIE Fighter und dem X-Wing. Die habe ich schon da. Die stehen da schon. Ich baue noch die Slave One. Dann geht's weiter. Yoda ist 20 Euro teurer geworden. Hier ist der TIE. Hier ist das Shuttle. Das könnte ich euch auch mal zeigen. Das habe ich auch da. Der Skywalker. Und hier drüben ist der Falcon. Jetzt einmal so richtig rum wieder. Ja, mein Gott, was soll's. Ich hoffe, wie gesagt, ihr hört nicht viel davon. Und noch der Falcon, klar. Der ist noch da, bis der Nachfolger wieder kommt. Der Falcon ist ja so wie die Polizeistation bei City. Da muss es immer eine geben. Richtig. Und ich meine, erinnert euch mal an die 7965, wie lange die im Markt war. Wie der Bully. Hier hat sich, ja gut, die 501. natürlich, AAT, klar, das Duell, hier drüben Bad Batch. Das läuft überhaupt nicht irgendwie im Markt, gell? Bad Batch, gar nicht. Auch wieder für ein 100er. Das habe ich so hart reduziert gesehen. Also das ist so ein 50%-Set fast. Ja, waren jetzt die ganzen Aktionen hier und da noch irgendein Coupon drauf und zack, warst du irgendwie nahe 50. Also das ging ziemlich ab. Keine Ahnung, was die sich da ausgeklügelt haben. Das passt alles. Oh, das war's schon. Was ist denn hier mit Mandalorian und so? Das ist aber wenig Star Wars. Wir haben doppelt so viele Friends. Da muss ich mich direkt stärken auf den Schreck. Es glitzert so schön. Technik. Ich bin gespannt. Ich bin bei Technik ja immer unmotivierter, merkt ihr? Bei Lego-Technik. Aber ich werde sie bauen, denke ich. Einfach nur, um zu gucken, wie sie sind.
Kleiner Teleskoplader ist neu dabei, ein kleiner Chopper. Und hier haben wir ein Geländefahrzeug, Dreiachser. Vorne mit einer Feder. Hinten sehe ich nicht, ob das... Doch, das sind auch Federn. Müsste gefedert sein. 75 Euro und sieht klein aus. Ich bin gespannt, wie klein wirklich. Hat einen richtigen Kolbenmotor drin, aber zwei Zylinder, kann das sein? Ich, keine Ahnung. Aber noch eine Kettensäge ist dabei. Es sieht ziemlich unförmig aus, das Ding. Aber wir bauen es. Meine Güte, wir bauen es. Was soll's. Das wird können wir in einem Livestream machen. Das Ding wird ja nicht mehr als eine Stunde dauern. Und dann haben wir das. Dazu ein paar kleine Sachen. Hier drüben jetzt neu. Wir haben zwei neue Pullbacks dabei. Klare Kiste. Da brauchen wir uns gar nicht fürchten. Und die haben wohl auch einen Pullback drin. Davon habe ich gehört und es nicht verstanden. Es gibt hier den Shelby Mustang. Bin ich ja prinzipiell dabei. Und ein E-Porsche. Für 50 Euro als Aufziehvariante. Da frage ich wieder hart nach der Zielgruppe. Wer 50 Euro für ein Auto ausgibt, das man aufziehen kann, ohne Lenkung und ohne alles dann, weil es hat ja einen Aufziehmotor, alles andere ist da nicht mehr. Und ja, das weiß ich nicht. Unten runter ist der McLaren für einen 50er. Ich hätte es besser gefunden, den Mustang für 50 wie den McLaren zu haben und dann natürlich die Ducati mit all ihren Fehlern. Schaut es euch mal an. Also die hier drüben sind fein, natürlich, klar. Sieht so lustig, bisschen Megalodon. Es ist doch, die sind nett. Das hier verstehe ich nicht, hier oben Pullback. Also, weiß ich nicht, was das soll. Aber muss man gucken. Ich krieg die Technik-Sachen demnächst und dann machen wir ein paar Tage. Guck mal, Technikwoche gibt es ja nicht mehr wegen mangelnder guter Sets. Hier jetzt der Defender ist teurer geworden. Der kostet jetzt 200 Euro. Und wenige Monate nach Marktstart wird auch der Abschleppwagen 20 Euro teurer. Der ist leider das beste Set aus der Technikreihe, deswegen ist es schade, dass der teurer geworden ist. Was soll's, drunter haben wir noch das Technik-Bettmobil. Das hatte ich in der Metro direkt im Angebot gesehen vor Weihnachten. Tatsächlich ziemlich günstig. Den 50 Euro Jeep Wrangler, über den brauchen wir gar nicht reden. Und hier oben natürlich noch Doms Charger. Den würde ich gerne vergleichen eigentlich mit dem Bettmobil. Ich finde, das Bettmobil ist ein bisschen gefälliger. Aber es müsste vor mir stehen und es hat einen Leuchtstein drin. Einmal alles. Die Preiserhöhungen, die 40 Euro, sind halt hart auf der Seite. Und sehr unglücklich, weil es Modelle trifft, die man empfehlen konnte. Dann hier drüben, das App-Ding für 130 Euro ist ja indiskutabel. Der Volvo wird teurer. Und gut, dann zählt raus. 152 Euro bei der Metro. Halt, 162 Euro bei der Metro. Brutto. Das ist einfach nur weg damit. Das Ding ist so ein Schrott. Und dann gibt es hier das App-gesteuerte Transformationsfahrzeug. Und darauf bin ich tatsächlich ein bisschen gespannt. 130 Euro auch. Es hat Ketten. Und in meiner Naivität ging ich davon aus, dass man es umbauen kann. Ich bin ja ein Depp. Man kann es auf den Kopf stellen. Ihr seht die Transformation, ihr seht diesen Pfeil. Richtig, dann ist es auf dem Kopf. Und ich bin sehr gespannt, was das macht. Ich muss es unbedingt bauen. Ich muss es unbedingt bauen, um zu begreifen, ob es wirklich das ist, von dem ich glaube, dass es das ist. Natürlich App gesteuert, Fernbedienung weggespart. So, hier drüben haben wir dann altbekanntes, den Lamborghini. Oh, der Lamborghini ist 30 Euro im Preis gestiegen. Der war ein bisschen ein zu guter Deal für euch. Ich finde, den Ferrari könnte man auch gleich auf 200 hochsetzen. Dann der günstige Bulldozer für 450 und der Raptor für 140. Und hier drüben haben wir jetzt die BMW für 200. Definitiv haben sie auf eine Sache geachtet, nämlich dass das Motorrad, wenn es steht, dass das hintere Rad frei ist und nicht auf dem Boden steht. Das ist schon mal gut. 45 cm lang. Ich werde sie bauen. Ja. Lassen wir uns Zeit im März, dann warten wir noch ein bisschen, bis der Preis fällt und dann wird es spannend. Gucken wir uns das mal an.
Aber ich finde es gut, dass es kein Exklusivset ist. Bei Technik sind sie ja wenigstens noch halbwegs bei Sinn und geben die Sets an die Händler raus. Das könnte eigentlich ganz gut klappen. Dann haben wir hier hinten einmal quer durch natürlich Architecture. New York, der Dauerbrenner, bleibt für immer. London anscheinend auch. Freiheitsstatue ist auch schon. Ich meine, andere Sets gehen raus, die sind wesentlich später auf den Markt gekommen. Bleibt alles dabei. Aber du musst eigentlich auch London, New York, Paris behalten. Tokio noch. Singapur, Tokio, das Weiße Haus. Singapur ist neu. Einmal durch. Hier hat sich preislich auch nichts getan. Nur, dass alle neuen Sets jetzt 60 Euro kosten, nicht mehr 50, aber das schon mit dem Modell, das wurde nicht nachträglich erhöht. Ghostbusters, habt ihr gesehen, bei Amazon für einen 100er Ghostbusters? 50% runter. Klack, für einen 100er verkauft. Kann man machen. Ich verstehe zwar nicht warum, aber sie haben es getan. Adidas, also man braucht wirklich nicht alles aus Stein bauen. Bonsai-Baum würde ich mir gerne noch angucken. Genau, gut, hier drüben die Arztnummer, die habe ich, die lasse ich, die blende ich aus, dass es die gibt. Also wenn man Mosaik machen möchte, baut man ein richtiges Mosaik aus Lego und nicht diese Nummer. Also da kann man echt, also das geht besser. Ich habe euch ja, ich glaube bei Insta hatte ich es euch gezeigt, wie man richtig ein Mosaik baut. Den Tumblr haben wir besprochen. Der Infinity Handschuh ist teurer geworden. Venom habe ich euch auch gezeigt. Und den Handschuh müssen wir nochmal bauen, oder? Er glänzt leider nicht so, wie er da glänzt, ist klar, gell? Da brauchen wir nicht drüber reden, dass das natürlich Montage ist. Ist ein Werbebild, keine Realitätsdarstellung. Und Venom finde ich immer lustig mit der lustigen Zunge. Gefällt mir. Hier hinten haben wir noch lustige Helmchen. Boba, Scout, Darth Vader und der Suchdruide. Und dann, ach, im Frühling kommt die Skywalker-Saga. Okay, mit dem QR-Code natürlich dabei. Weiter geht's. Und die Helmchen sind, warte mal, 60, 70, die kosten alle noch das gleiche. 50, 60, 70, genau. Und hier hinten gibt es dann nur noch Legoland, kostenlose Kinder, genau. Entdecke die neuen coolen Lizenzprodukte. Na. Und Geschenke unter 10 Euro, zeigen sie einfach nochmal 10 Euro Sets. Aber das ist einfach nochmal Zeug. Und dann. Und das Wichtige ist, bitte deine Eltern diesen Code zu scannen. Warum denn? Die Kinder haben doch das Telefon in der Hand. Warum sollen wir dann die Eltern noch damit einbinden und nerven? Nervt eure Eltern nicht. Und dann klappt das. So, und jetzt gucken wir nochmal. Hier sind nochmal, der teilnehmende Fachhandel bietet folgende Lego-Highlights. Kompetente Beratung, das hat nichts mit Lego zu tun. Ausgezeichneter Service hat nichts mit Lego zu tun. Umfangreiches Sortiment, das könnte dann Lego sein. Und über 2000 Mal in ihrer Nähe. Richtig, auch in deiner Nähe. Und hier unten sind dann die Fachhändler, also Fedes, Idee und Spiel, Duo Shop und so weiter und so fort. Und das geht natürlich los mit dem Camper. Den wird es ab Januar geben. Das heißt, davon werde ich mir dann auch mal wahrscheinlich einen besorgen und den bauen und mal gucken, ob die 160 Euro irgendwie gerechtfertigt sind. Hier drüben haben wir dann die Autos, die habe ich ja sowieso schon, also den Porsche, Fiat und den Mustang. Und dann haben wir hier drüben Harry Potter Moments, Zaubertrankunterricht. Ab Januar nur noch im teilnehmenden Fachhandel. Was ist denn das für ein Blödsinn? Das war die ganze Zeit normal zu erreichen, erhältlich. Dann Infinity Saga gibt es so ein kleines Räumchen und Hogwarts erste Flugstunde. Okay. Also Dinge. Und dann hier hinten noch den Ninjago City Garten und dann die drei Krokodilpolizei und Ninjago. Wobei die Ninjago City Garten, wusste ich gar nicht, dass die Fachhandel exklusiv sind. Die sehe ich nämlich überall. Außer überall sind jetzt auch Fachhändler. Weil das, also bei anderen Sachen hier die Autos und so, ja. Das wundert mich sehr. Brudi, was meinst du? Was geht? Also, wir haben weiter das Problem natürlich, dass ich mir überlege, was los ist. Lego ist absoluter Krisengewinner natürlich. Man sitzt zu Hause, man macht was, man bastelt. Deswegen geht es ihnen sehr gut. Keine Frage. Die großen Sets laufen auch sehr gut. Da sind auch sehr schöne dabei. Es wäre für mich sehr, sehr wichtig, dass endlich mal die Modular Buildings hier reinkommen, zu den Fachhändlern, die sie auch verkaufen können.
und nicht zu den großen Ketten, die Pleitegeier. Das wäre eine sehr schöne Sache. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um City aktuell und um Technik. Das ist wirklich, also mir fehlen bei Technik die Funktionen. Das sind teilweise große, coole Modelle, die man sich einfach nur hinstellt, die aber keine Funktionen mehr haben. Preis ist jetzt ein anderes Thema. Da mache ich mir ein bisschen Gedanken. Und City Creator sind momentan meine Sorgenkinder. Friends kriegt, glaube ich, gerade wieder eine ganz gute Kurve. Da sind Sachen dabei, die mir gefallen. DC ist echt eine traurige Nummer. Was da passiert ist, finde ich wirklich, wirklich, wirklich schade. Ninjago würde über die Figuren eigentlich immer ganz gut laufen, denke ich. Aber es ist so ein Mix. Was sagt denn ihr? Was ist denn euer Highlight in dem Katalog? So, Themengebiet. Themengebiet Highlight, Themengebiet Flop. Ich glaube, für die Star Wars Leute ist der Katalog ziemlich mau gewesen jetzt, der neue, oder? Weil anscheinend alles, was irgendwie cool wird, kommt erst im nächsten Katalog sozusagen, in dem Update, was es dann irgendwann unter dem Jahr gibt. Oder dann im Sommer, wenn der zweite Halbjahreskatalog kommt, wo aber dann wieder die Sachen fehlen werden, die kurz vor Weihnachten von Star Wars kommen. Also so wie immer. Ist halt Mist. Ist halt schade, dass die anderen Hersteller nicht so einen Katalog haben. Das finde ich wirklich sehr traurig. Ich hätte gerne mal so zum Blättern so einen Xingbao-Katalog oder sowas. Das würde mir gefallen. Gut, bei Bluebricks kannst du keinen Katalog mehr machen. Das ist so ein Wälzer jetzt. Müssen wir mal durchgucken. Aber es ist nett. Ich stöber so gerne, wisst ihr ja. Ich glaube, ich besorge mir einfach mal von einer großen Kette so einen Katalog wieder. So wie ich es mit dem Müller-Katalog gemacht habe. Da hat man auch noch mal ein bisschen Vergleichsideen. Weil ich weiß ja gar nicht, was sonst noch für wichtige Lizenzthemen auf dem Markt gibt. Muss man ja mal so hin und her schauen, damit ich weiß, wo der wichtige Spielzeugtrend hingeht. So ist es. Ich hoffe, ihr wart ein wenig unterhalten und seid jetzt top informiert für das erste Halbjahr, was von Lego alles auf den Markt kommt. Und ich werde dann gucken, sobald es wieder warm wird, habe ich auch meinen Laden, dann meinen Straßenverkauf wieder offen, hoffe ich. Und dann habe ich mit Sicherheit auch ein paar von diesen Sachen da. So ist es. Ich wünsche euch nochmal ganz tolle Feiertage. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Fest, habt nette Menschen um euch und bis bald.